Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Das Thema Geflüchtete, das Thema Frauen, auch geflüchtete Frauen, haben wir hier häufiger behandelt. Und jetzt hat die Linksfraktion einen Antrag eingebracht, der einen Aspekt herausstellt, der auch uns und meiner Fraktion sehr wichtig ist. Denn es geht darum, dass wenn mehr Menschen in der Stadt sind, insbesondere Geflüchtete, Menschen, dann wird es auch mehr Bedarf geben bei der Beratung und bei der Unterstützung. Und insoweit geht es natürlich bei dem Thema um Gleichstellung von Frauen, unabhängig davon, welcher Herkunft sie sind. Und das ist erstmal richtig. Frauen auf der Flucht sind besonders betroffen von Gewalt, von Missbrauch, von Leid, was sie erfahren und mit der Verantwortung für ihre Kinder auch Familien erfahren. Deswegen ist es wichtig, dass es aufhört, wenn sie in Berlin ankommen. Dafür brauchen wir Antidiskriminierungs- und Empowerment-Instrumente. Und genau das bieten ja die Frauenberatungsstellen, die Frauenhäuser und alles, was da mit dranhängt. Und spannend finde ich, dass wir viele Diskussionen zu dem Thema haben, wie gelingt Integration und wie stärken wir gerade Frauen aus dem muslimischen Kulturkreis, wird da manchmal gesagt, oder aus den muslimischen Ländern. Und da wäre es natürlich gerade richtig und wichtig zu sagen, wenn selbst Konservative, die sowas anführen, ernst meinen, dann müssen sie doch sofort diesem Antrag zustimmen, weil genau darum geht es, die Frauen in den Stand zu versetzen, ihre Frauenrechte, die ihnen nach dem Grundgesetz zustehen, auch tatsächlich geltend zu machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Daher, finde ich, kann man den Antrag hier nur unterstützen. Und selbst wenn Sie ihn heute ablehnen, wie Sie das schon im Ausschuss getan haben, dann denke ich, liebe Frau Kolat, sollten Sie dennoch dafür sorgen, dass die Arbeit getan wird und dass Sie sich da auch als Frauensenatorin gegenüber den anderen in der Senatstruppe durchsetzen. Denn es ist der Bedarf da, und mit den bestehenden Strukturen und mit den Ressourcen können die Beratungsstellen das so nicht leisten. Wir haben mehr Bedarf, das heißt, wir müssen auch mehr Mittel zur Verfügung stellen. Und die Frau Kollegin Baba, früher jetzt Frau Sommer, hat das auch angesprochen. Auch ich, Frau Vogel, will Sie noch mal direkt ansprechen. Wie wollen Sie eigentlich Frauenpolitik oder auch Frauenpolitik für geflüchtete Frauen authentisch und glaubwürdig vertreten, wenn Sie auf der anderen Seite eine Gesellschaft bei einer Demonstration wählen, über die wir uns doch eigentlich hier im Haus schon mal verständigt hatten, dass wir die meiden wollen, dass wir die auch nicht hier im Parlament und auch nicht auf der Straße haben wollen. Sie sagen, Frau Vogel, das sei Ihnen nicht bewusst gewesen, dass das NPDler waren und wer da alles auf der Demo gewesen wäre. Gleichzeitig sagen Sie, man hätte mit der Polizei gesprochen, wenn die Nazis hätten reden wollen, wären Sie gehindert worden. Frau Vogel, ich glaube, Sie haben jetzt in Ihrer Rede die Gelegenheit, sich zu distanzieren und sich klar wieder einzureihen bei den Demokraten, die sagen, wir geben den Nazis keine Chance und stellen uns auch nicht mit ihnen in einer Reihe auf der Straße. Dankeschön. Applaus